Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus den LS19 in der Serie Alles über und heute mit dem Blickpunkt auf das Missionssystem. Ja, das Missionssystem gibt es auch wieder im LS19 und wurde einmal general überholt. Die größte Erneuerung in diesem Bereich ist, dass es im Multiplayer geht. Aktuelles Problem, wir spielen hier in einer Early Access Version. Das heißt, hier können noch kleinere Fehler auftreten, ein paar Unschönheiten und ein paar Inhalte fehlen gegebenenfalls. Unter anderem fehlt hier der Multiplayer. Deswegen können wir das aktuell noch nicht testen, aber wir können mal einen Blick auf den Singleplayer werfen. Um ins Missionssystem zu kommen, müsst ihr einmal Escape drücken und dann auf diesen Zettelkram da oben relativ in der Mitte. Dort werden euch links alle sogenannten Verträge aufgelistet, die aktuell aktiv sind. Ihr seht den Namen des Besitzers, das Feld des Besitzers sowie die Fläche und rechts weiter habt ihr die Einzelheiten. Unter anderem geht es hier zum Beispiel auf Feld Nummer 11 von Jonas Friech, ja, um den Opulus Ernten. Ja, der Besitzer bietet eine Belohnung von 3776 Euro an zum Ernten Feld 11. Ernte Gerste auf Feld 11 und bringe die Erzeugnisse dann hierhin, Hafen Süd. Nutze deine eigene Ausrüstung, du kannst aber auch mieten, wodurch deine Belohnung aber um 419 Euro sinkt. So, ihr könnt mit Leertaste den Vertrag auf dem PC wohl bemerkt akzeptieren oder mit Löschtaste Mietobjekte heranschaffen. Mietobjekte sind im Endeffekt diese Fahrzeuge, die hier unten angezeigt werden. Wenn man da jetzt hier ein bisschen weiter noch runter und rüber scrollt etc. pp., seht ihr ungefähr, was ich meine. Wir nehmen jetzt mal hier von Bernd Jung, der Besitzer von Feld 2, 2,18 Hektar an. Wir sollen das Ganze grubern, haben hier einen wunderschönen Case und einen wunderschönen Gruber. Ich hätte das selber zwar auch, aber wir bekommen 1567 Euro, werden aber durch die Miete schon bei 435 wieder abgezogen. Wir legen einmal drauf und dann bekommen wir die Meldung, dass unsere Fahrzeuge hier am Händler gespawnt sind. Da können wir jetzt auch einsteigen und alles so machen, wie man es gedacht hat. Wenn wir jetzt mal das Hard kurzerhand einschalten, wird dir so auffallen, ey, hier ist doch gar keine Einblendung mehr, Dings, wo, wenn ich jetzt vergessen habe, welches Feld, ja, wie kriege ich das mit? Ja, simple Sache, ihr drückt einfach wieder Escape. Gut, dann wird man ab und zu zwischengespeichert. Und wenn dann ihr noch hier in dem Vertrag seid, beziehungsweise es geht allgemein, habt ihr hier nochmal die Übersicht, zu welchem Feld ihr müsst und auch euer Fortschritt. So, wir müssen auf Feld Nummer 2. Öffnen wir mal kurz die Karte. Boah, Feld Nummer 2, ganz da oben, ist eine Strecke. Das heißt, wir swipen in die Zukunft. So, an Feld 2 angekommen, haben wir nun die ehrenvolle Aufgabe, unseren Gruber, der nicht gerade der größte ist, wohl bemerkt, auszuklappen. Am blödesten sich hier hinzustellen, den Gruber runterzulassen und dann das zu machen, was unsere Aufgabe ist, beziehungsweise das, für was wir bezahlt werden, nämlich grubern. Gut, nun muss man bedenken, wir bekommen hier 1000 und ein paar zerquetsche, beziehungsweise mit Abzug, also 1500 mit Abzug, kriegen wir noch 1100 Euro dafür. Das ist für diese Aufgabe hier, die habe ich jetzt sinnbildlich dafür ausgewählt, ja, wie soll man sagen, nicht die reichste Entlohnung. Aber was fällt euch auf? Ich mache nochmal das HUD an. Ja, wir haben kein Zeitlimit. Das war schon vorher bekannt, aber vielleicht hat es der eine oder andere nicht mitbekommen. Wir haben hier kein Zeitlimit. Wir können uns auch während den Missionen hier wegbewegen. Wenn jetzt zum Beispiel, ach shit, gerade irgendwas leer gelaufen, muss mich um Pferde kümmern etc. pp. Kein Problem, geh dorthin, mach die Pferde. Guck mal zum Beispiel hier, ich steige jetzt in den Zug hier ein, der fährt so rum. Alles easy. Switch hier hin, alles easy, alles easy. Eure Mission wird nicht abgebrochen, wenn ihr den Missionsbereich verlassen tut. Na, das war ja im Vorgänger noch so, ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Ihr habt hier die völlige Freiheit, ihr könnt ja tun und lassen, was ihr wollt, natürlich nicht. Ihr solltet schon die Aufgabe erfüllen, aber ihr könnt auch mal von der Mission weg, wenn ihr sagt, ach, ist mir jetzt gerade zu doof. Die Maschinen selber könnt ihr aber nicht auf euren eigenen Grund und Boden verwenden. Beispiel, ich habe jetzt hier unten, ne, wo haben wir es? Ich habe jetzt hier auf Feld 20, 29 und 31 um den Shop rum meine Parzellen. Auf diesen Parzellen kann ich den Traktor zwar benutzen im Sinne von
ja, man fährt halt, aber zum Beispiel nicht den Gruber. Oder anderes Beispiel, ihr habt einen Drescher. Ja, den könnt ihr dann nicht dort benutzen, um jetzt einfach mal zu dreschen. Denn diese Mission, hui, Entschuldigung, ich bin noch nicht so ganz vertraut hier mit dem neuen Sturz. Denn die Fahrzeuge sind auf eine Farm zugelassen. Ja? Also alles wird jetzt mittlerweile ja an Farm registriert. Und dieses Fahrzeug hier, also sprich dieser Traktor und dieser Gruber, ist auf den John oder auf den, wie hieß er gleich nochmal hier, unser Yogi-Boy hier, unser Bernd, ja, ist auf unseren Bernd zugelassen und der hat halt seine Partielle hier oben an Feld Nummer 2. Und deswegen wird dann die Meldung kommen, wenn ich jetzt den Gruber bei mir auf dem Feld einsetzen will, dieses Grundstück gehört nicht Ihnen, weil wir jetzt in seiner Farm registriert sind. Also so Trick 18 verwenden und das System zu überlisten, geht schon mal nicht. Andere Sache ebenfalls, ihr habt einen Auftrag und wollt, müsst dreschen und den Weizen dann abfahren, wie in der Anfangsmission oder vorschlagende Mission, die wir da hatten. Man sagt jetzt so, ach, ich kipp das einfach bei mir ins Silo rein. Dann ist die Mission automatisch fehlgeschlagen und das, was ihr bei euch reingekippt habt, wird gelöscht. Ja. Also, belügen, betrügen und klauen, das geht nicht, ja. Aber ihr habt hier alle Zeit der Welt, ja, habt keinen Stress mehr, könnt euch wegbewegen. Und ihr könnt das im Multiplayer verwenden. Und da kommt auch dieser Art Lohner-Gedanke her. Der ist natürlich nicht so ausgeprägt, wie sich das vielleicht der ein oder andere sich vorgestellt hat, war aber auch klar kommuniziert. Allerdings, wie gesagt, wir können momentan den Multiplayer in dem Fall noch nicht testen. Deswegen wird da noch ein Nachfolgevideo kommen. So, ich ziehe dann mal hier im Endeffekt weiter. Ich kann theoretisch jetzt auch einen Helfer aktivieren. Ne? Ich mache mal SAT an, drück mal H, steig mal aus. Und der Helfer arbeitet jetzt. Ich spiele hier auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise auf dem einfachen Spielmodi. Da seht ihr, das kostet schon das übliche eine Mark, ja, pro gefühlt einer Ingame-Minute oder Sekunde. Wenn man jetzt überlegt, dass wir gerade einmal 1100 und ein paar zerquetschte Euros bekommen, ist das nicht rentabel, wenn ihr hier permanent den Helfer laufen lässt. Also mal so kurz, wenn ihr sagt, ah, ich bin jetzt mal kurz eine Minute, muss ich was machen, lass ich den Helfer laufen. Mag in Ordnung sein, aber es rechnet sich nicht, wenn ihr sagt, oh ja, ich mache das jetzt Helfer an und fertig aus. Gut, ich mache jetzt hier erstmal weiter und dann sehen wir uns dann, wenn wir das Ganze hier bald abgeschlossen haben. Swipe! So, jetzt sind wir immer hier beim Feldfortschritt von 95%. Und das heißt, wir haben den ganzen Spaß gleich abgeschlossen. Ich habe jetzt hier einen Helfer ein bisschen laufen lassen. Der taucht am Ende in der Statistik auch nicht auf, davon abgesehen, kostet aber trotzdem, ne, ein bisschen Geriebnis oder ein bisschen sehr Geriebnis, je nachdem, in welchem Spielmodi ihr das Ganze spielt. Ja, dann ziehen wir das Ganze hier nochmal am Ende durch und dann achtet oben rechts auf die Uhrzeit, beziehungsweise da, wo unsere Kohle steht. Und da wird gleich eine freundliche Stimme uns melden, dass wir die Arbeiten abgeschlossen haben. Also es ist immer ein bisschen Puffer mit drin, ne? Also wir müssen jetzt nicht bis vorne durchziehen. Und gut ist, da ist immer ein Puffer drin. Da ist auch mal sowas wie hier, ne? Da vorne, wo ich gerne dafür ambitioniert bin. Ja, hier, Lohndienstleistung auf Feld 2 abgeschlossen. Wenn das geschehen ist, könnt ihr hier drauf gehen und dann seht ihr das Resultat. Vertragswert 1567, Mietkosten minus 436, Rückzahlung 0, nicht verkaufte Erträge 0, total 1131 plus minus, also minus 100, 200 irgendwas, dann jetzt noch kurzerhand den Helfer. Macht unterm Strich immer noch 800 plus, aber ist es halt Kohle, die wegfließt. Jetzt drückt ihr die Leertaste, um das Ganze zu akzeptieren. Babam. Und schon ist der Auftrag erledigt und ihr habt es oben auf eurem Konto. Das Feld bleibt so, dementsprechend, wie ihr es bearbeitet habt. Da ist alles hier
Beim alten, obwohl, naja, nee, er hat es teilweise noch ein bisschen ausgebessert. Ja, besser ist das, ne? Besser ist das, ja. Und das ist das Missionssystem. Sobald wir einen Einblick in den Multiplayer bekommen, wird da noch ein kleines Update zum Multiplayer kommen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal weiterhin einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video konnte ein bisschen helfen oder erklären, wenn es dann bei euch demnächst losgeht. Falls ja, ein Däumchen nach oben, wenn nicht, dann in die andere Richtung. Aber gerne auch kommentieren und weitere Vorschläge machen, was eventuell noch erklärt werden sollte. Ja, in dem Sinne, ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Video. Tschüttelüüü.